ist das Landifreiamt zuhause. In weiten Teilen des Rüstal und, wie es der Name schon sagt, im Freiamt selber. Das ist der südöstliche Teil des Kantons Aargau. Und hier bietet sie in einem dichten Netz von Geschäftsstellen ihre Produkte und Dienstleistungen an. Als Genossenschaft ist die Landifreiamt stark im bäuerlichen Umfeld verankert. Ein erdiges Denken mit einer urbanen Weitsicht prägt ihr Handeln. Der Handel mit landwirtschaftlichen Produkten und Hilfsmitteln bildet das Kerngeschäft. Das sieht man zum Beispiel im Agrocenter in Bünzen. Hier stehen alle wichtigen Produktionsmittel wie Futter, Dünger, Pflanzenschutzmittel und Sämereien auf Abruf bereit. Am gleichen Ort können die Landwirte auch gerade Ratschläge für alle Produkte einholen. Das Landifreiamt hat in den einzelnen Fachbereichen ausgewiesene Spezialisten, die mit dem bäuerlichen Produktionsumfeld vertraut sind. Die sind auch direkt auf den Höfen anzutreffen. Im Gegenzug handelt und vermarktet das Landifreiamt die bäuerlichen Erzeugnisse der Mitglieder. Zum einen, indem sie die Produkte aus der Region in den eigenen Volk- und Landiläden verkauft. Zum anderen, indem sie über die Absatzkanäle der Dachorganisation FENACO die Warennahme und die Vermittlung übernimmt. Daneben organisiert sie regelmässig Fachanlässe, wie hier die Winterweizen-Praxisversuche in Bünzen. Im Agrocenter ist auch die ganze Verwaltung unterbracht. Das Landifreiamt ist ein wichtiger Arbeitgeber. Rund 200 Mitarbeiter sind in allen Geschäftsbereichen anzutreffen. Der ganze Umsatz der Landifreiamt kommt zu 2/3 aus dem Detailhandel. Kein Wunder. Die gute und vertrauensvolle Beziehung der Mitarbeiter zu ihren Kunden steht im Leitbild der Landi ganz oben. Die Nähe zu den Produkten und die Nähe zu den Besuchern, das ist im Vollgladen eine gelebte Kultur. Dass man den nachhaltigen Wert von echten Schweizer Produkten fördert und einen Mann und eine Frau bringt, das ist typisch Volk. Fast alle 18 Volkläden sind mitten im Dorf anzutreffen und oft noch die einzige Einkaufsmöglichkeit. Hier übernehmen sie Funktionen, die weit über das Verkaufen ausgehen. Als wichtigen Arbeitgeber in der Region bildet die Landi in ihren Volkläden Lehrlinge aus. Es sind dann auch menschliche Werte, die innen und aussen vom Volkteam zum Tragen kommen. Wir legen auch grossen Wert auf ein Arbeitsklima, das miteinander im Zentrum steht. Das erfolgreiche Wirtschaften wird dabei nie aus den Augen verloren. Frisch und freundlich wird in den Volkläden der Landifreiamt gelebt. Und das merkt man als Kunde in der Liebe zum Detail und zu den Produkten. In den Dorfläden sind häufig die Beziehungen zur Region und vor allem zum lokalen Gewerbe stark spürbar. Auch die Metzgerei ist im Volk zu finden. Anspruchsvolle Fleischgenüsser wissen, was es heute noch bedeutet, im Dorf einen eigenen Fachbetrieb mit Frischwaren in einer Top-Qualität anzutreffen. Betreut werden die zudem von ausgewiesenen Berufsleuten. Aber auch bei verloren gegangenen Infrastrukturen bietet der Volk für die Dorfbewohner elegante Lösungen an. So ist das Bargeld beziehen, Zahlungen abwickeln oder Päckchen aufgeben eine Aufgabe, die man in vielen Volkläden nicht mehr missen will. Und das ohne gross müssen in einer Schlange zu stehen.
immer mehr zum Tragen kommen im Wirtschaftsgebiet der Landi Freiamt die eigenen Landi-Läden. Die sind angenehm anders und vor allem eins. Sie sind für alle da. Die Landi-Läden bieten alles für Haus und Garten, Kleintiernahrung, Freizeit, Do-it- und Haushaltsprodukte. Auch ein reichhaltiges Sortiment an Getränken und Wein ist vorhanden. Aber am besten geht es mir gerade selber schauen und staunen, was man alles überkommt. Und das zu absoluten Tiefpreisen. Dass hier das bäuerliche Umfeld kräftig dahinter steht, merkt man am Frischproduktestand, wo einem beim Eingang willkommen heisst. Der führt Artikel von Bauernfamilien aus der Gegend. Das ist gelebte Bauernkultur. Auch das Logo hat schon fast Kultstatus. Agrola ist die Treibstoffmarke der Landi. Die kann man an den Tankstellen im Landi-Freiamtsgebiet komfortabel beziehen. Und anschliessend kann man im Topshop-Laden bis am Abend spät auch gerade selber noch einen persönlichen Halt einlegen. Sei das für eine Kaffeepause oder um sich mit frischem Brot und eigentlich fast allem, was man im Haushalt so braucht, einzudecken. Agrola bringt nicht nur sämtliche Fahrzeuge in Schwung. Wenn die Temperaturen anfangen zu sinken und der Winter so richtig eintrifft, bringt der Heizöl-Lieferservice wohlige Wärme ins Haus. Dazu hat das Landi Freiamt eine eigene Heizöl-Bestellabteilung. Die nimmt während der Bürozeiten jederzeit gerne Bestellungen entgegen und gibt über die aktuellen Heizölpreise Auskunft. Das Landi Freiamt setzt hier auch auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Region. So wird das Agrola-Heizöl, das in den Publikationen von Konsumententests regelmäßig Bestnoten überkommt, von erfahrenen und umsichtigen Transportunternehmen ausgeführt. Und die garantieren, dass die Qualität des Agrola-Heizöl auch bei der Spedition bis zum Ort, wo es gebraucht wird, stimmt. Das Landi Freiamt ist ein Betrieb mit Bodenhaftung und viel Unternehmergeist. Eine enge Beziehung mit der Region und ein attraktives, angenehmes Auftreten im Handel sind wichtige Anliegen. Dabei steht ihre Aufmerksamkeit, das wirtschaftliche Wohl von ihren Bauern zu unterstützen, im Zentrum. Das Landi Freiamt ist mit ihren Läden aber für alle da. Bäuerliche Werte wie Einfachheit, Bescheidenheit und Klarheit sind starke Elemente und gehören fest zur Verkaufs- und Unternehmenskultur. Das findet bei der Kundschaft grossen Zuspruch. Und die wiederum macht es möglich, Zukunftsvisionen mit der von der Landi Freiamt selber erwirtschafteten Substanz in die Realität umzusetzen.